Geschätztes Publikum, ich möchte die Umbaupause zum Konzert von den Tambouren nutzen, Ihnen ein paar Worte zu unserem neuen Gewinnspiel «Wer wagt, gewinnt» zu sagen. Nachdem wir unsere Energie und unsere kreativen Ideen seit dem Sommer nicht mehr für das Musikfest können, brauchen, haben wir uns eine neue Betätigung suchen und gefunden. Wir suchen mal anstatt die Tombola ein neues Spiel in die Welt zu werfen. Bei diesem neuen, Tombola-ähnlichen Spiel gibt es viel weniger Löschen. Dafür kostet das Löschen auch ein bisschen mehr. Und es gibt auch viel weniger Preise, denn sie sind Preise viel mehr wert. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Es gibt vier verschiedene Farben Löschen und von jeder Farbe gibt es genau 50 Los. Nämlich das Los mit Nummer 1 bis 50. Im Gesamten, also genau 200 Löschen, gibt es zum Kaufen mit Tag. Wenn Sie sich entscheiden, so ein Löschen zu kaufen, dann wissen Sie noch nicht genau, wie viel es dann kosten wird. Sie müssen also etwas wagen. Der Lospreis entspricht nämlich genau der Nummer, die auf dem Los steht, in Franken. Wenn Sie also das 9 ziehen, kostet es 9 Franken. Wenn Sie Glück haben und Sie ziehen das 1, kostet es nur 1 Franken. Wenn Sie Pech haben, ziehen Sie das 50, dann kostet es 50 Franken. Wenn Sie die Losnummer 20 und höher ziehen, dann haben Sie auch Glück gehabt. Dann geben Sie nämlich sofort eine CD von der Stadt Musik Winterthur im Wert von 20 Franken. Und Ihr Löschen nimmt noch trotzdem an der Gesamtverlosung teil. Die Gewinnchance ist nachher unabhängig von der Losnummer und dem Lospreis immer die gleiche. Ist nämlich ähnlich in einer normalen Tombola bei 10%. Nur wenn Sie bei uns im Spiel gewinnen, dann gewinnen Sie nicht ein Duschmittel und einen Landjäger, sondern Sie gewinnen dann wirklich auch einen guten, wertvollen Preis. Und pro Kategorie sind das 5 Preise, im Gesamtwert von 1500 Franken pro Kategorie. Man kann also sagen, wer bei uns etwas wagt, der hat tatsächlich gute Chancen, auch etwas zu gewinnen. Ein weiterer Vorteil besteht in diesem Spiel darin, dass Sie selber auswählen können, um welche Art von Preisen Sie spielen wollen. Wenn Sie nämlich so einen schönen Fernseher wollen oder eine Fotokamera, dann empfiehlt es sich, dass Sie die roten Löschen kaufen. Die 5 Elektronikpreise werden nämlich nachher nur unter den 50 roten Löschen verlost. Wenn ihr Ihnen das nicht sagt und Sie wollen lieber etwas zum Thema Reisen, dann kaufen Sie die blauen Löschen. Wenn Sie aber einen Preis zum Thema Freizeit wollen, dann kaufen Sie grüne Löschen. Und wenn Sie einen Preis zum Geniessen wollen, so wie ich zum Beispiel, dann kaufen Sie gelbe Löschen. Und wenn das jetzt alles jetzt kompliziert war, dann können Sie das alles im Programm hinten oder auf der Seite nochmal nachlesen. Und nach dem Konzert stehen wir Ihnen da rechts, wo auch alle Preise ausgestellt sind. Wenn Sie die jetzt erstmal anschauen können, bevor Sie es Löschen kaufen, auch zur Führung, um Ihnen das nochmal zu erklären. Jetzt bleibt mir nur noch unserer Hauptsponsorin, der Zürcher Kantonalbank, und allen anderen Sponsoren von diesem Spiel herzlich zu danken. Und Ihnen wünsche ich viel Glück und natürlich auch ein bisschen Mut bei unserem neuen Gewinnspiel «Wer wagt, gewinnt». Und wenn so wie ich sehe, wünsche ich jetzt Ihnen viel Vergnügen bei den Tambouren von der Stadt Winterthur. Schönen Abend.
So, damit hätten wir unsere Pulver bereits komplett verschossen und ich wünsche Ihnen eine schöne Pause und Prost. Nein, natürlich auch nicht. Sie kennen uns ja langsam so schnell drin, in der uns aber meistens nicht mehr los. Darum, ganz herzlich willkommen auch dieses Jahr zu unserem Konzert hier im Theater Winterthur. Vermutlich relativ unbewusst sind Sie gerade vorne in einer quasi Uraufführung gelandet. Unser erstes Stück war nämlich eine Weiterentwicklung vom Querschläger Signet. Verfeinert oder, wenn man es heutzutage eher so sagt, aufpippt, zum Signet Show Edition, ein bisschen Englisch muss ich einfach drin und so, von unserem Dirigenten Dani Rocco. Schreiten wir aber voran und kommen wir extra für Sie natürlich in Vollmontur und frisch geschält zu unserem klassischen Stück. Sintermezzo von Alex Eberli ist unser Pflichtstück am diesjährigen eidgenössischen Tamburfest in Frauenfeld. Und wie das bei so einer Trommelkomposition ist, Sintermezzo darf sich eigentlich nur auf den Namen beziehen und in keinem Fall auf die, die das spielen. Weil wenn nur einer von denen da mal schnell kurz ein bisschen mental am Sendeln ist, dann garantiert Ihnen den Kessel zu gewaltig. Drum, da auf der Bühne, Lachen weg, ernste Miene auf und Ihnen im Publikum ganz viel Vergnügen.
Kennen Sie den Chris Cockerell? Nicht, ich auch nicht. Aber ich habe herausgefunden, er ist quasi das Pendant zu unserem Ueli Schmitzer. Weil er hat nämlich den Kassensturz im Bühnenformat erschaffen. Im heutigen Testbericht geht es um den Alltagsgegenstand vierstufige Stehleiter. Und zwar testen wir heute für Sie die Leiter Stark vom italienischen Hersteller Colombo Newsgall. Er hält dich für 39,90 im Kopf. Mit einer maximalen Belastbarkeit von 150 kg ist sie doch nur für eine Person zugelassen. Zwar ohne jeglichen Schnickschnack, aber mit einem entscheidenden TÜV-Siegel, da kann ja eigentlich nichts passieren. Und als zweites die Leiter Workzone. Workzone, das steht mit dem schwarzen Käppchen drauf. Für 34,95 aus dem Aldi Schweiz natürlich. Sie bieten rundsichere dritte Stufe, praktische Anlage für Hammer und Znünibrötchen. Zudem garantiert Aldi die Nutzung über mindestens 5 Jahre. Und hey, es gibt sie also 4 verschiedene Farben. Unsere Protagonisten wagen sich jetzt an die Geräte und testen für sie die Standfestigkeit, Tragbarkeit in verschiedenen körperlichen Extremsituationen, dann natürlich unser Lieblingstest, Dauerprobebelastung, aber auch wichtige weitere Punkte, wie zum Beispiel die Klangmuster von der einzelnen Stufen. Also wenn Sie sich zu Ostern eine neue 4-Stufen-Leiter zutun wollen oder Ihren Kindern eine schenken wollen, dann passen Sie doch auch jetzt ganz genau auf. Viel Spaß beim Run Again und Test bricht ab. Thank you.
Leider ist doch genau das passiert, was wir befürchtet haben. Zum einen sind wir nämlich bereits wieder im letzten Stück angelangt. Und zum anderen haben unsere Tester sich für sie dermaßen Zeug gelegt, so ganz nach dem Vorbild von diesen Zweifelchips-Menschen hier. Und dass es doch ein paar kleine Ausfälle zu beklagen gibt. So ein bisschen kaputter Meniskus, ein bisschen Oberschenkelverhärtung, plötzlich ein neues Hüftgelenk anstatt und so. Das sind halt teilweise nicht mehr ganz die Jüngsten. Darum haben wir uns für das letzte Stück ein Perkussionsstück namens Salsa Picante Verstärkung dürfen holen aus dem SEM Nachwuchskader. Zusammen spielen wir Ihnen das fetzige und kurvige Stück, geschrieben im 2001 von unserem Dirigenten Dani Rocco. Im Namen von der Stadt Amuren darf ich Sie dann, hoffentlich natürlich erst nach unserer fantastischen Zugabe, wo wiederum der Dani Rocco während über 2 Stunden für Sie zusammengestiefelt hat, in die Pause entlassen. Zusammen mit dem kleinen Hinweis, dass wir uns wieder freuen sind, in einem Jahr hier wieder dürfen zu begrüßen. Ich selber werde dann bei euch hückeln. Dementsprechend sage ich Dankeschön fürs jahrelange Zuhören, Zuwinken, Zulachen und fürs ein oder andere Trinkgebäck. Wie denn, einen wundervollen Abend, geniessen Sie es und tschüss.